Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe FDP, es gab ja in dieser Wahlperiode nicht allzu viele Anlässe, wo ich bei Anträgen sehr auf Ihrer Seite war, aber bei diesem Antrag bin ich es. Da steht sehr viel Vernünftiges drin und auch in der Rede von Christoph Rasche war eben viel Vernünftiges drin. Wir können dem heute nicht zustimmen, weil das hätte man anders anlegen müssen. Der sozusagen Forderungsteil, der hinten ist, also der erste Punkt, dem könnte man auch zustimmen. Die anderen beiden Punkte haben sich einfach durch die Entscheidung des Bundesrates in der letzten Woche erübrigt. Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr Kollege Rasche, dass es gut sein kann, dass das Thema nochmal auf die Tagesordnung kommt. Das würde uns Grüne auch freuen. Das kann gut sein, dass es nach der Bundestagswahl nochmal Thema wird und dass man dann entsprechend agieren kann. So. Ich finde die Kritik, die vorgebracht worden ist am Landesverkehrsminister und an der Ministerpräsidentin, in dem Fall ungerecht, weil Nordrhein-Westfalen hat sehr klar agiert letzte Woche im Bundesrat, hat sich dafür eingesetzt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Und es ist, das wissen wir ja alle, am Land Thüringen gescheitert, weil es dem Bundesverkehrsminister mit einer Offerte gelungen ist, für ein wichtiges Landesprojekt das Land rauszukaufen. Aber es gilt erstmal der Dank an den Landesverkehrsminister und an die Landesregierung, da im Bundesrat entsprechend vernünftig agiert zu haben. Lieber Kollege Fehring, jetzt scheiden Sie aus, deswegen will ich nicht zu hart mit Ihnen und mit der CDU umgehen. Aber man muss doch schon feststellen, wenn die Landes-CDU auch mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und derzeitigen Spitzenkandidaten Armin Laschet in Berlin ein Standing hätte, dann hätten Sie doch als stärkster Landesverband in Berlin, wenn Sie so klar aufgestellt sind bei der Maut, wie Sie es eben gesagt haben, dann hätten Sie doch auf Bundesebene dafür sorgen müssen, dass diese Maut vom Tisch kommt, lieber Kollege Fehring. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert bei dem, was Sie eben gesagt haben, das wäre alles so ein Kompromiss gewesen. Also in meiner Erinnerung, und die Kollegin Sarah Philipp hat eben am lautesten, glaube ich, neben mir gelacht, also in meiner Erinnerung, was die Koalitionsverhandlungen bei der Großen Koalition angeht, war es doch so, dass der Vorschlag für die Einführung einer Pkw-Maut nicht von der SPD kam, sondern von Seiten der CDU. Also wenn Sie in Nordrhein-Westfalen da so klar aufgestellt wären, wie Sie das eben gesagt haben, dann hätte man doch diese Maut entsprechend in Berlin verhindern müssen. So, jetzt haben wir die und wir haben sie auf jeden Fall in der unsinnigsten Variante, weil wenn man verkehrspolitisch diskutiert, dann könnte man ja, wenn man sagt, wir brauchen mehr Geld für die Infrastruktur, dann könnte man ja zu der Erkenntnis kommen, zu sagen, wenn man eine Infrastrukturabgabe einführt, dann führt man sie so ein, dass sie alle zu zahlen haben. Also, dass sie sowohl die inländischen Verkehrsteilnehmer zu zahlen haben, wie auch die ausländischen. So wie das in beispielsweise, nein, das ist eben nicht so, Herr Kollege Schemmer. Das wäre ja noch ein Vorschlag, über den man diskutieren könnte. So wie das in Frankreich beispielsweise der Fall ist, wie das in Österreich der Fall ist, etc. Aber das, was da jetzt verabschiedet worden ist, das ist wirklich das Dümmste, was man in diesem Reich beschließen könnte. Man hat die Bevölkerung gegen sich aufgebracht. Ja. Über 80% lehnen diese Maut ab. Also man hätte doch mit einem Werben für eine vernünftige Infrastrukturabgabe bei den ganzen Aufgaben, die in den nächsten Jahren anstehen, bei den ganzen Sanierungsleistungen, die zu tätigen sind, hätte man das Projekt doch nicht so vor die Wand fahren dürfen, wie das jetzt passiert ist. Alle sind auf der Zinne, es ist jetzt irgendwie gelungen, über eine politische Klüngelei das Ding noch zu verabschieden, aber keiner weiß, wann es in Betrieb geht und vor allen Dingen, was auf jeden Fall keiner weiß, ist, bringt es real am Ende auch nur einen Euro in die Haushaltskasse ein? Das ist doch völlig offen. Und deswegen ist diese Pkw-Maut, so wie sie jetzt leider vom Bundesrat in der letzten Woche verabschiedet worden ist, ist, was unsere Infrastruktur angeht, kein Fortschritt, sondern das Gegenteil. Es hat dazu geführt, dass alle Leute verunsichert sind, dass es eine große Verunsicherung in der Bevölkerung gibt, was entsprechend kommt. Die Kritik seitens der FDP ist an dieser Stelle völlig berechtigt. Ich würde mir wünschen, dass es noch eine Chance gibt, diesen Unsinn zu verhindern. Und wenn es uns gelingt, in einer neuen Legislaturperiode da gemeinsam miteinander zu agieren, werden wir, glaube ich, alle gut beraten, das zu machen. Von Seiten Nordrhein-Westfalens ist alles unternommen worden, was man machen konnte, würde ich jedenfalls an dieser Stelle sagen. Wenn es noch eine Chance gibt, dann sollten wir gemeinsam fraktionsübergreifend in der nächsten Legislaturperiode da agieren. Dann kann man den FDP-Antrag noch mal rausholen. Dann sollte man aber den Forderungsteil umschreiben. Deswegen können wir an der Stelle nicht zustimmen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und auch, es war meine letzte Rede in dieser Legislatur. Ich hoffe, wir und ich bekomme eine weitere. Aber auch ich danke für die gute Zusammenarbeit in den letzten 7 Jahren an dieser Stelle.